sich auch noch abgeholt haben. Das heißt, die Regierung wird jetzt auch hier nochmal nachsteuern müssen. Sie hat auch hier eine gewaltige Fehleinschätzung vorgenommen und wird jetzt überrascht davon, dass die Corona-Pandemie immer mehr auch eben Geimpfte trifft. Und wie überrascht die Regierung und die Spitzenpolitik davon ist, zeigt diese Szene aus Sachsen. Eine Videokonferenz von Sachsens Ministerpräsident Kretschmer mit dem Chef der Uniklinik in Leipzig. Von unseren 18 Intensivpatienten sind 8 Geimpfte. Und bei der Normalstation ist sogar größerer Anteil von Geimpften als Nicht-Geimpften. Und bei der Normalstation ist sogar größerer Anteil von Geimpften als Nicht-Geimpften. Das heißt, auch die Geimpften stellen, und das ist ja auch artikuliert worden, eine nicht unerhebliche Gefahr da. Eine Frage nochmal, die gerade auch bei Frau Köpping und mir so ein bisschen hängen geblieben ist. Sie sagten, es sind auf der Normalstation mehr Geimpfte als Ungeimpfte. War das? Aha, ja, da war überrascht der sächsische Ministerpräsident Kretschmer und so überrascht ist die gesamte Bundesregierung aktuell, wie sehr diese Corona-Pandemie jetzt eben auch wieder bei Geimpften zulangt. Also dieser Satz, die Pandemie der Ungeimpften, der stimmt nicht mehr. Wir haben längst auch wieder eine Pandemie der Geimpften. Corona ist wieder für alle da. Das hat Jesus vor. Kai, ich stimme dir zu. Es wird einfach nur noch absurd, was man erlebt. Liebe Leute, mir tut das gut, das zu sehen auch, dass Jesus immer recht hat, weil ich habe auch oft Angst und falle dann, weil ich Jesus damit Unrecht tue. Er hat mir so oft gezeigt, dass er durch meine Lehrerin wirkt, dass er durch sie mir hilft. Er hat durch sie mir so grottige Energien weggenommen. Die sind aus meiner Aura rausgelöst worden, wie durch einen Goldregen, der alles dann wegspült, so nach und nach. Und dann merkt man, es fallen Lasten von einem ab. Und das ist Aura-Reinigung. Und die Aura ist danach so hell und klar und schön, dass man sich einfach nur himmlisch fühlt. Es wäre, das Leben auf der Erde wäre schon so schön, wenn man uns nur vertrauen und auf uns hören würde, weil wir wollen niemandem was. Jesus will niemandem was, der will, der liebt die Menschen doch. Der will nur, dass der Drache aus der Aura der Menschen fliegt, der die alle reihenweise verführt. Ihr müsst zu ihm kommen, zu uns kommen, zu Manu kommen. Sie ist das höchste Licht auf der Erde. Sie ist die Einzige, die Corona vorausgesagt bekommen hat. Und der Jesus sofort gesagt hat, die Impfung hält nicht, was sie verspricht. Und es wird trügerisch. Die Menschen werden irgendwann merken, was sie davon haben. Und er möchte sie davor bewahren. Deshalb jetzt auch wieder dieser Anstieg. Und ich habe ja selber dann oft Angst bekommen, weil ich auch so sehr die kontrollierenden, erhöhten Augen auf mir sitzen fühle. So nach dem Motto, na, stimmt das denn auch, die da und das kann ja nicht sein. Und dann holt man die Bibel her. Ihr müsst die Offenbarung lesen, liebe Leute. Ihr müsst Kapitel 12 lesen und Kapitel 19, die durch die Braut von Jesus, die auch eine Person auf der Erde ist, kommt das Licht auf die Erde. Heute an meinem Geburtstag habe ich die allergrößte Freude erlebt, dadurch, dass Jesus mir gratuliert hat, durch Manuela und auch selber. Der kam gestern Abend selber und ich war so traurig und wollte gerne eine Info haben und da hat er gesagt, jetzt entspann dich mal. Und er hat mir geholfen. Er hat ja das Ruder in der Hand. Man kann sich nur auf
ihm hingeben und ihm vertrauen und auf ihn verlassen. Aura-Reinigung ist die Lösung, Leute. Weil ich habe Manuela auch oft wehgetan. Durch meine Ängste und Zweifel und Negativität habe ich ihr richtig wehgetan und ihr das weitergegeben, was mir angetan wurde. Also, ja, und sie hat mir vergeben und Jesus hat ihr gesagt, geh ruhig zu ihr. Die gibt auch alles und ja, das ist die schönste Freude für mich, das Blümchen von Manu zu bekommen und von Jesus. Ihre Liebe und Zuwendung, das ist alles, was ich brauche in meinem Leben. Und sie hat mir dann aufgenommene Agroenergien weggenommen als Geschenk zum Geburtstag. Das sind Werte, Leute, das kostet 300 Euro sonst. Dafür bin ich unendlich dankbar. Und ich rühme, ehre und lobpreise sie, was sie kann. Also jetzt die letzten Tage ständig mir was weggenommen, mich auch wie aus der Unterwelt geholt, sag ich mal. Und ich sag ganz ehrlich, ich bin oder war auch oft sehr neidisch auf sie, was sie kann und wollte das selber auch gerne können. Also das hat auch Resonanz in mir geschaffen, sag ich ehrlich, ne? Für andere, die selber auf mich dann neidisch sind. Ich erlebe das ja bei anderen auch. Neid macht die Leute negativ. Da kann man gar nicht so schnell gucken, wie die negativ auf einmal denken, wo sie vorher ganz weich und dankbar waren. Auf einmal haben die Argus-Augen den bösen Blick und projizieren und erhöhen sich, suchen Fehler und zweifeln. So baue ich das jetzt aber auch ab, weil ich merke, Jesus nimmt mir das jetzt auch wieder weg. Also ich sage hiermit Danke. Und ich will auch nur alles tun, dass meine Kinder und meine Enkel, die zukünftige Generation, in einer schönen Welt leben kann. In einer göttlichen Welt. Kommt aus dem Hamsterrad raus, lasst euch die Aura reinigen. Lasst euch vertraut und kommt zu uns. Die Politiker müssen zu uns kommen. Die kommen nicht weiter, die rennen von einer Sackgasse in die andere. Das hat Jesus schon gesagt, bevor er uns den Coronavirus vorausgesagt hat, dass er alles lahmlegen wird, wenn man nicht auf uns hört. Und wir sind an Staatsoberhäupter herangetreten und es hat keiner reagiert. Aber Gott reagiert dann, versteht ihr? Das ist jetzt die Offenbarung und das Gericht auch. Und dabei wäre das so einfach, simpel. Und die einfachste Lösung, die will man nicht haben. We'll be right back.